Servus zusammen, wir haben Freitag, den 25. August, 17.26 Uhr. Der DAX macht noch ein bisschen rum, aber das ist mir jetzt mal egal. Manchmal wundern sich die Leute, ich habe da ein Bild von mir drin, dann wieder nicht. Ich will es nur so sagen, hier in München ist es immer noch abartig heiß und ich sitze dann hier im verschärften Freizeitdress und das will ich euch nicht antun, ehrlich nicht, das müsst ihr euch nicht anschauen. Deswegen mache ich das dann auch mal ohne Bild. Ja. Neulich standen wieder zwei Hobbits bei mir vorm Fenster, wollten unbedingt hier einen Ring reinschmeißen, aber die habe ich erstmal verscheucht und zurück ins Auenland gejagt. Es war schon warm. Dann hatte ich neulich einmal mit Düsseldorf gesprochen, der erzählt mir was von wegen 20 Grad und wir hatten hier 30 plus. Heftiges Wetter. Auf dem Thumbnail steht drauf, ich mache einen Trading-Tipp und den mache ich jetzt, den zeige ich euch. Und zwar habe ich immer mal wieder Mails bekommen, so, oh, wie mache ich das hier sinnvoll, was kann ich da tun? Und das ist für mich eine Lösung. Diese Linien hier sind keine Zeitzonen von Fibonacci oder sonst was. Und zwar habe ich versucht, diese Linien hier mit den Signalen von der Stochastik in der Einstellung 10.33 in der Stunde zu zeichnen. Und habe die auch gehandelt. Und wenn ihr das jetzt mal hier vergleicht, hier kam ein Verkaufssignal. Das ist dann diese Linie hier. Hat geklappt. Hier kam ein Kaufsignal, hat nicht so schön geklappt. Es war auch ein bisschen hoch, aber das war's. Hier kam eins, hat es viel besser geklappt. Verkaufsignal hat geklappt. Also ich habe jetzt hier ein 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, hier wieder, 4-1, hier geht er hoch, 5-1, also ich zähle es wie ein Fußballspiel, geht er wieder hoch, 6-1, geht er wieder runter, 7-1, passt auch, hier geht er wieder hoch, passt auch, 8-1 und der letzte hat auch geklappt, 9-1. Also die in Märkten, die etwas deutlicher schwanken, ja, und das haben wir jetzt momentan. Wir haben also heute, was war denn das hier? Wir waren im Hoch bei, ach, das ist der Stundenchart. Wir waren im Hoch bei 15.741 und das Tief, war das heute Morgen hier? Was haben wir denn am 25? Das Tief war heute Morgen und das war 15.557, ja. Das sind schon Bewegungen, mit denen man auch als Daytrader ziemlich viel anfangen kann. Ich schaue gerne auf die Stunde. Und die Idee dahinter ist eigentlich die, wenn man hier ein, aber wirklich, man muss warten, dass man so ein Signal bekommt, so ein Signal, sowas hier, das da, dass man entweder das eingeht, aber auf gar keinen Fall, das ist wichtig, dagegen hält. Weil das kommt dann irgendwann, das greift, ja. Es gibt mal so Dinge, die gehen dann mal hier so in der Mitte runter. Das Signal ist nicht das Brechen von diesen beiden Linien hier. Das Signal ist das, was ich immer wieder sage, in dem Moment, wenn wir über die 20 gehen. Absolut wichtig, Conditio sine qua non, ist, dass ihr die Zeiteinheit abwarten solltet. Das ist, wie gesagt, ihr sitzt hier oben, das ist die Stunde. Ihr müsst die Stundenkerze abwarten. Also nicht so nach 20 Minuten, oh, das sieht so aus, als ob das Ding hier kippt und dann da reingeht. Das ist nicht gut. So ab 15 Minuten vor Ende der Stunde kann man das probieren. Ich mache es aber dann nur mit den berühmten Schnüffelstücken und warte dann die Stunde, das Ende der Zeitzone, die ich betrachte, in diesem Fall die Stunde, warte ich ab und dann erhöhe ich die Position. Weil wenn es nicht gut geht, und ich habe das schon so oft erlebt, das war heute Morgen, also heute Nachmittag war das auch wieder so, der war schon deutlicher drunter. Und dann ist der DAX nochmal irgendwie was 30, 40 Punkte gestiegen. Auf einmal war es wieder hier oben. Wenn ich das mit so einem Döner-Trade mache oder mit Schnüffelstücken, dann kostet das nicht viel. Aber wenn ich da gleich mit der vollen Position reingehe, weil ich eben nicht abgewartet habe, dass die Zeiteinheit, die ich betrachte, fertig ist und die Kerze fertig steht und eine neue ankommt, dann kann ich ein Problem haben. Ich habe festgestellt, dass ein Stop zwischen 50 und 75 Punkten ausreicht. Das klingt im ersten Moment viel. Deswegen hier meine Hinweise, probiert es aus, aber erst mit kleinerer Stückzahl. Hocharbeiten könnt ihr euch dann immer noch. Also wenn ihr, meinetwegen, ihr handelt 500 Scheine, ja, dann macht es halt erst mal mit 100. Ja, und probiert es aus. Und dann sammelt da ein bisschen Erfahrung. Das ist eins. Legt den Stop, der muss sofort rein. Dann könnt ihr euch auswählen, ihr müsst ja nicht warten. Das wird auch nicht immer so passieren, dass es hier ein Kaufsignal gibt, da ein Verkaufssignal. Ja, das seht ihr hier. Da müsst ihr einen eigenen Zufriedenheitspunkt finden, wo ihr sagt, okay, das sind jetzt 50 Punkte, 60 Punkte, 70 Punkte, Dankeschön und macht eine Spende an den lieben Herrn. Ja, das könnt ihr auch machen. Aber eigentlich ist die wichtigste Aussage, wenn sowas hier passiert, ja, das ist das hier,
und ihr wisst, sich damit anzufangen, dann haltet nicht dagegen. Es ist ein Kaufsignal, was auch die Algos nutzen. Haltet nicht dagegen. Das ist eigentlich noch wichtiger. Also ob ihr long geht in diesem Fall oder nicht, das ist eure Sache, aber bitte nicht short. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt gucken wir mal auf den normalen DAX, wo wir da sind. Also, der Doppelboden hat nach wie vor Bestand. Einmal hier, einmal da. Sind wir bei 15.460. Bitte nie genau auf den Punkt gucken. Wir haben, der Hammer, der außerhalb des Bandes war und ins Band wieder reinging, hat, auch wenn das hier unschöne Kerzen sind, hat seine Aufgabe bisher tadellos wirklich begeisterungsfähig gemacht. Wir sind genau bis zur 20-Tage-Linie, also fast oder punktgenau zur 20-Tage-Linie. Ich habe, das war gestern, ich habe die Longs, die von hier kamen, ich habe die auch da 10 Punkte vorher verkauft. Ich bin aber nicht short gegangen. Das muss ich dazu sagen, das habe ich nicht gemacht, weil ich musste dann 4 Stunden weg oder 5 Stunden sogar. Das heißt, ich habe dann diese Bewegung hier relativ verpasst. Das ist wie immer. Ja? Aber ich habe die hier mitgenommen und das ist in Ordnung. Das heißt, es ist eine perfekte Korrektur oder Reaktion auf diese Bewegung hier oder auch auf diese. Einfach Außenband raus, Hammer, Doppelboden, 2 positive Argumente und rein damit. Wir hatten dann am, wann war denn das? Das war dann am Dienstag, kamen dann die Kaufsignale auch über den Oszillator. Deswegen hatte ich im Mittwochfilm gesagt, der hat noch Potenzial. Ja? Das hat er aber nicht wirklich genutzt. Es ist nach wie vor so, der Kollege Scherer sagt es ähnlich, es ist kein Momentum im Markt. Keine Anschlussorders, nichts dergleichen. Deswegen, ich bin jetzt mal so vermessen zu sagen, wir haben in diesem Bereich hier von da bis da ist das Niemandsland. Hier oben sind wir bei der 15.902. Hier unten sind wir bei der 15.465. Das sind jetzt für mich die Make-or-Break-Marken für die nächsten Tage. Ob wir nochmal hier ein bisschen drüber gehen oder drunter gehen. Momentan, auch aus Sicht der Stunde, aber die geht ja jetzt noch ein bisschen, ja, muss ich hier vermuten, wir gehen hier runter. Sehr schöne Unterstützung ist hier, kommend durch die 200-Tage-Linie, das ist diese, und das untere Band und den Doppelboden und der Unterstützung durch den Tiefpunkt des Hammers, haben wir hier bei der 15.450 hier. Die ist schon da. Ich glaube nicht, also wenn jetzt nicht irgendwas Dramatisches passiert, dass wir erstmal da jetzt gleich durchgehen, aber wir sollten uns damit beschäftigen. Wenn wir die brechen und die 200-Tage-Linie steigt am Tag so um die 10 Punkte und das untere Band steigt auch ein bisschen, ist dieser Bereich hier, das ist diese Unterstützung hier, die hier so rüberläuft, liegt momentan bei 15.250. Ja. Dann wäre das Pflicht. Genauso, das war Pflicht, aber leider keine Kür gemacht. Aber wenn wir da durchgehen, ist das hier Pflicht. In diesem Zusammenhang sei jetzt schon erwähnt, ich mache noch am Mittwoch nächste Woche einen Film und dann bin ich 2 Wochen weg ab dem Freitag, also am Freitagvormittag. Das heißt, ich kann am Freitag keinen Film machen und ihr wisst, was es heißt. Schlägel weg, holla hoch, wolla hoch. Ist immer das Gleiche. Ich habe mich zu diesen Scheinen hier, na komm her, entschieden. Das sind die gleichen wie das letzte Mal. Allerdings hat sich jetzt die Basis teilweise doch deutlich geändert. Wenn wir hier drüber gehen sollten, was ich im Moment nicht annehme, 15.900, wäre das der Schein meiner Wahl. Der dürfte dann Hebel haben von um die 22 rum. Das ist dieser 15.107er. Obacht, der ändert sich jeden Tag. Wer es ein bisschen bequemer haben will, 14.801. Die schaue ich mir aber auch beide an. Wenn wir hier an diesem Punkt hier liegen, an dieser Unterstützung, 15.450 respektive auf diesem Trend. Dann gucke ich mir die an, weil dann wird es spannend, wenn ich noch da bin. Im Urlaub will ich nichts von Börse hören. Ich habe 2 Puts, einen weiter weg, einen näher dran. Der eine ist hier die 16.222, das sind wir hier. Den kann man auch nehmen, obwohl er dann ein bisschen weit weg ist, wenn wir hier bei der 15.450 sind. Da kann man aber auch einen nehmen, der hinter diesem Zwischenhoch liegt. Also ich denke, das bleibt spannend. Ich finde die Bewegung in Ordnung. Bitte probiert das erstmal aus, macht mal so Paper Trades mit diesem 1-Stunden-Trading-Tipp, den ich euch da gegeben habe. Vielleicht hilft es. Schaut es euch an. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.